Jetzt stehen die da wie angewurzelt rum. Barrett! Hey! Was ist? Schon aus der Puste? Wir kommen nicht rüber! Könnt ihr von da aus vielleicht was unternehmen? Macht dann 2000! Sehr lustig. Auf die Leiter. Cracked. Das wird ein Kinderspiel. Was für dich! Das ist schon alles. Verzieh dich! Das ist doch! Thank you.
jetzt mit Umschieberei, oder? Gemacht. 2000! Wehe, du vergisst! Wo bin ich hergekommen? Von hier aus lässt sie sich nicht öffnen. Könnt ihr vielleicht was ausrichten? Ich versuch's mal. Sind wir was schuldig? 2000, okay? Geschieht mir wohl recht. Hey, mit jeder 2000. Zeit für eine gute Nachtgeschichte vom alten Papa Barrett. Halt. Oh, Schwachpunkt entdeckt. Ah. Nicht so nah. Nussmodus, hm? Dann gibt's eben was auf dieselbige. Jetzt bist du frittiert! Und jetzt hat man. Junge, Junge, ganz schöner Brocken. Wenn wir den einsacken und mit nach Hause nehmen, sind wir Metrilmilliardäre. Das ist eine harte Nuss. Jetzt bist du frittiert. Verzieh dich! Na?
auf die Trill! Was? So ein Dickschädel! Das tut weh! Fällt er baut zusammen. Aus Mithril, hm? Welch eine Ehre. Nein, muss.
Jo! Na endlich. Das Mithril hat so geblendet, dass der Weg kaum zu sehen war. Nicht? Der Boden kann jederzeit nachgeben. Wir sollten schleunigst verschwinden. Ja, aber Shinra weiß, dass wir hier sind. Womöglich lauern sie uns auf. Ich würde es an ihrer Stelle ja tun. Trotzdem, es gibt keinen Weg zurück. Nicht nach dem, was wir in Midgar gesehen haben. Mann. Es ist unsere verdammte Pflicht, den Planeten zu beschützen. Wenn Shinra uns in die Quere kommt, wird halt gekämpft. Lasst uns den Schwarzkutten folgen. Vielleicht führen sie uns ja zu Sephiroth. Gruppen gespeichert wird? Normal schon, oder? Ja. Einfach draufbleiben mit der Minigun. Bocker. Hat zurückschrecken zu sehen. Nix. Trotzdem. Wenn's mehr. Sieh da irgendwas? Oh, ist hell, oder? Boah. Hey, sag mal. Und Shinra? Keine Spur. Hm? Oh. Hat wieder. Wie schrecklich. Das hat niemand verdient. Shinras Festungsstadt, Junon. Los. Kapitel 4. Stimmt, ja. Lasst uns erstmal nach Junon gehen. Bisschen Ähnlichkeit hat sie. Warum kann ich da, ey?
so. Da kann Chocobo in der Region rufen, da ist wahrscheinlich eine neue World Mission so. Zivilisten haben hier nichts zu suchen. Zutritt nur für Befugte. Ich bin befugt, lass mich. Nein, du schwer und heute. Gehört das hier schon zu Junon? Nein. Unter der Festungsstadt liegt ein Vorort. Unter Junon. Ein marodes Fischerdorf. Typisch Shinra. Alles, was du nicht in den Kram passt, wird nach unten verfrachtet. Aus den Augen, aus dem Sinn. Marodes Fischerdorf. Mann! Scheiß Holzdinger. Schnell. Willkommen in Unterjunon, dem Ort, wo niemals die Sonne scheint. Mein Name ist Rhonda. Ich stehe der hiesigen Bürgerwehr vor. Ich euch einfach mal. Wer weiß, vielleicht macht ihr mich ja reich. Also an deiner Stelle würde ich das nicht tun. Du heißt Aris, hm? Für dich gäbe es 500.000 Gil. Echt? So viel? Wenn ihr wollt, könnte ich es aber auch bleiben lassen.
bin schließlich kein Unmensch. Das ist doch sicher eine Falle, oder? So etwas kann nur jemand sagen, der unsere Geschichte nicht kennt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne verschwinden. Ansonsten... Die Herberge ist da vorne. Und die Zimmer sind alle frei. Hast du Männer in schwarzen Kutten gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Mit schwarzen Anzügen kann ich allerdings dienen. Zwei Männer und eine Frau. Hört, hört. Sie sind mit dem Aufzug darauf gefahren. Schlagt euch das schön aus dem Kopf. Ihr wisst das ja sicher. Aber Junon ist fest in Shinras Hand. Doch, sicher, mit dem Aufzug haben Leute wie wir nichts zu suchen. No. Außerdem ist oben gerade was los mit entsprechender Sicherheitsstufe. Die Gardisten sind ziemlich nervös. Also macht uns hier bitte keinen Ärger, hört ihr? Sonst kriegt ihr es mit mir zu tun. Oh, sorry. Ich mach schon nichts mehr drauf. Tja, und was jetzt? Die schwarzen Schluffis sind jedenfalls nicht zu sehen. Es macht eigentlich keinen Unterschied, was ihr Ziel ist. Wenn sie hier weg wollen, gibt es nur zwei Wege. Über das Meer oder durch die Luft. Das stimmt. Wir sollten uns aufteilen und umhören. Vielleicht hat ja irgendjemand etwas gesehen. Ein Mann in Schwarz zum Beispiel. Oder weiß, wo wir uns ein Boot leihen können. Treffen wir uns anschließend im Hotel wieder? Ja, machen wir. Aber bleibt unauffällig. Die salzige Seeluft ist hier in jedes Haus eingezogen, als würde die ganze Gegend im Einklang mit dem Meer leben. Und die Lichtwelt. Die süße Priscilla fällt einem sofort auf. Sie ist wirklich etwas ganz Besonderes. Zu Republikzeiten gab es eine Vielzahl an Energiequellen. Kohle, Öl, Windkraft. Ja. Ihr Kinder des Planeten, schenkt mir euer Gehör. Es geht um unser aller Zukunft. Der Planet weint. Ich habe gefühlt schon jedes Fischgericht 100-mal. Anscheinend hat Shinra eine große Feier oben in der Hauptstadt geplant. Was wohl der Anlass ist? Vor langer Zeit befand sich auf diesem Teil des Ozeans die Hauptstadt der Republik Junon. Sie wurde damals auf einer Flotte...